Geschichten erzählen, die noch keiner weiß. Frag doch die Leute, frag doch die Leute. Max und Hanna wollen einen Ausflug machen. Sie werden mit der Gurke nach Spanien fahren. Hi Freunde und willkommen bei Max Beachshop und zum ersten Video des Roadtrips 2021 nach Spanien. Wenn wir überhaupt ankommen, wirst ja Corona hier, Dingsen da, Getüdel dort. Maske dort. Maske da, Fahrrad hier. Oh, Dixie-Flo haben sie hier. Ja, auch von mir, Mahlzeit, Freunde, und willkommen beim Roadtrip 2021. Leider wird es dir einige Verzögerungen geben, denn das ist nicht so einfach und das ist alles scheiße, aber ist ja egal. Ich bin dabei, euer Reiseführer des Vertrauens, der Max, genau wie auf der Kamera, aber wenigstens im Schnitt und ja, ich gehe ins Bett, gute Nacht. Ne, viel Spaß. Ja, jetzt stehen wir gerade unglaublich 3 Kilometer entfernt von unserem Wohnort an einer Corona-Teststation, weil wir uns überlegt haben, die steigen schon aus. Mit einem negativen Corona-Test quer durch Deutschland zu fahren oder durch Holland ja durch. Wir fahren direkt rüber nach Holland und dann hier Belgien und dann hier Frankreich. Man müssen wir so anpassen, weil Frankreich hat eine nachtliche Ausgangssperre, was nachteilhaft für uns ist, aber wir können es nicht ändern. Naja, Fakt ist, da kann auch was werden heute. Und Fakt ist, dass die hier alle Kugelschreiber haben und Zettel zum Ausfüllen und ich habe keinen Kugelschreiber. Das ist schon mal schlecht. Papa. Wir haben auch keine Zettel. Oh. So, wir haben gerade eine Schlange hier, wie ihr das seht. Und wollen unseren aktiven Corona-Test holen, weil mit denen dürfen wir innerhalb von 72 Stunden durch Frankreich reisen. Ne, sonst dürfen wir nämlich nicht. Das ist nämlich scheiße. Deswegen. Ganz nochmal sicher haben wir es geschafft. Zettel ist ausgefüllt. Der Popeltest wird hoffentlich gleich bestanden. Also kann ich wenigstens noch mal einen Leerlauf testen. Und wie ihr merkt, es waren damals echt diese scheiß Peru-Kerzen, warum der Motor immer abgesoffen ist, ne? Ja, ja, denkste. Es könnte auch so einfach sein. Ist es aber nicht. Ihr seht das in den nächsten 4000 Kilometern. Wisst ihr Bescheid? Der läuft jetzt so von schön sauber. Das ist ein Ding. Ja, NGK oder Peru, ist ein Unterschied. Nach einer halben Stunde stehen wir immer noch hier. Ich meine, das ist eigentlich ganz angenehm. Dach offen, Scheibe offen. Man kann voll aushalten, ne? Ja, hoffentlich kriegen wir unser Testergebnis. Hoffentlich haben wir auch kein Corona. Klick bei dem Titel. Haben wir Corona? Fragezeichen. Haben wir unser Ergebnis? Und wie wir es haben. So, auf nach Friedeburg. Und dann nach Holland. Holland ist auch wichtig. Holland ist unser Einkaufsstopp. Weil Holland hat nämlich Sonntag nämlich die Läden da auf. Das ist der Plan. Kleiner Gurkenspoiler für euch, die Schraube, die ihr gerade gesehen habt, die lag den ganzen Roadtrip da. Und die ist immer noch drauf. Freunde, hier ist der nächste Schritt zur Reise vom Pömmelberg, ist auch meine Asis. Der hat ein bisschen was gerissen. Und fleißig gegrillt? Ja. Haben wir fleißig gegrillt? Ja, lecker. Ja, ich hab gegrillt aus dem Auto raus. Mit dem Kühlergrill? Nee. So, wie ist das hier? Astuna ist drin, die Limo ist frisch poliert und auch drin. Der Corsa C ist drin. Aber wir hätten noch einen 1 auf dem Links stehen, der geht nach Peter die Tage hin, wenn ich wieder zurück bin. Ja, da kann ich, der muss sich auch nicht beeilen. Der hat ihm schon mal angezahlt. Gut ist das. Anders überlegt. Was? Wir behalten doch. Wir behalten, aber die Anzahl war nicht trotzdem. Wir sind der gute Kumpel, wir behalten. Nee. Aber so hat Frau viel, hätte viel mehr für den Wagen kriegen können tatsächlich. Eigentlich, ja. Ne? Aber Peter wollte ihn immer haben. Schön. Jetzt kriegt Peter den. Das ist ein geiles Auto. Hm. Ja, der Witz daran ist halt, wenn ich ihn fertig gemacht hätte, matt schwarz, tief, Abfahrt. Wenn Peter den gekriegt, macht er den jetzt komplett
auseinander, restauriert den ganzen Wagen durch, 1,8T rein, an und ran. Der baut eine richtige Kiste raus. Ich glaube, ich würde den genauso lassen, wie er ist. Max würde ihn nochmal polieren, weißt du? Max von kriegt den anderen Motor. Ja, deswegen ja. Den Motor will ich haben. Den Vergaser und so will ich alles haben. Willst du alles haben? Wenn per den Umbau will ich den ganzen Scheiß alles haben. Aber ich hätte ihn so gelassen. Also verkaufst du einen Golf 1 ohne Motor? Ich hätte ihn fast so gelassen, allgemein optisch. Wäre ziemlich lustig gewesen. Ja. Wäre ich ein bisschen breitere Stahlfelgen drauf nudeln. Mein inniger Optik. Und der richtige Sleeper, weißt du? Ja, das wäre geil. Ja, vielleicht kommt ja noch mal sowas in den Aber soll ich ehrlich sein? Ich habe ja schon einen Einser. Was soll ich mit einem zweiten? Ja, ich will noch einen dritten. Hat noch einer einen Einser? Da! Max braucht noch einen. Wisst ihr Bescheid? 250 Euro. Das war halt zu verlocken. Peter hat halt immer eine gute Zahl genannt und dann ging das. Also das ist eigentlich eine günstige Zahl, aber irgendwie... Was ist das für ein Aufkleber hinten auf meiner Ascona? Gurkenkonvoi. Ein paar Autos haben wir sowieso noch hinterher. Ja, Leute. Und jetzt beginnt die wilde Fahrt, ne? Wir haben natürlich sehr, sehr viel zu fahren. Es ist ein bisschen mehr, als man sich dazu vorstellen kann. 1718 Kilometer standen am Anfang auf dem Tacho. Leider wird es ein bisschen mehr, weil so ganz hat die Tour auch nicht gepasst. Und Google war mein Feind. Aber man kennt ihn, ne? Was willst du machen? Gute ist ja, die ersten 200 Kilometer oder 150 Kilometer habe ich einen ganzen Konvoi von meinen Schneckis in mir, die auch alle nach Hause fahren. Das heißt, auf der sicheren Seite. Nur was passiert, wenn wir alleine sind. Das weiß keiner. Ich habe Adrian auch mal in der Richtung. Folg uns noch ein bisschen. So, Jungs, ich bin in Urlaub, ne? Passt du hinten auf? Gut, danke dir. Was? Reicht doch. Ja, danke dir. Wir sehen uns. Ciao, ciao. So, Wachmann haben wir auch noch mal eben instruiert. Das ist nämlich der Hallenwachmann. Dann, wenn ich Hickmann habe, ist das ganz praktisch. Den Post für mich an. Ganz feiner Kerl. Kann man wirklich sagen, was man will. Hickmann ist ein feiner Kerl, ne, Anna? Ja, er hat uns sogar die Kettkerreifen. Der hat uns alles geguckt. Ja. Die Kettkerreifen, die sind aber hier aus seinem Paket. Nicht von dir. Nicht von Hickmann. Was Rukat ist von dem. Aber er hat das Paket zu uns. Ach so, das meinst du, das kann sein. Stimmt, ja. Entgegengenommen meinst du, ja? So, Dach haben wir aufgemacht erstmal, so ein bisschen Luft in der Bude hier haben, weil heute soll relativ warm werden. Traurigerweise, Wetterbericht in Spanien ist ziemlich schlecht, Wetterbericht hier in der Nordsee ist top. Wir sollen richtig geiles Wetter kriegen und in Spanien soll nass werden. Und wir haben den Kaffee noch nie im Regen benutzt, so richtig. Ja, wo wir letztes Mal in Dingsen waren, in hier... Ungarn. Ja, Ungarn, nee, das war noch Kroatien. Da haben wir einmal Regen gehabt, so ganz bisschen, aber noch kein Dauerregen oder irgendwas in der Art. Ich weiß nicht, wie gut der Klappweg sich da schlägt. Ich habe erst eine Autoplane reingeschmissen, sicherheitshalber, zum Abdecken von dem Ding. Naja, wird schon werden. Ihr seht die Beschleunigung, das läuft. Jetzt sind noch zwei Autos hinter mir als Begleitung, wenn irgendwas schief geht. Weil Adrian wohnt auch in der Ecke, ne? Und Jan auch, also läuft das schon. Ich würde mal sagen, wir haben noch Eskorte bis mindestens Meppen. Guck mal, der hier so Kopf. Eine starke Community hat, ne? Das ist der Hammer. So muss das sein. Und endlich bleibt wieder Sommer. Und hoffentlich weniger Corona, das wäre der Hammer. Das macht sich gut, ne? Da kann man ja auch so die Kamera aufhalten. Kann man jetzt auch. Ja, die geilsten Kameramöglichkeiten. Wir können was so machen. Einfach so, so. Ist das nicht cool? Bett. Ist dein
Andere CD mitgenommen. Ich dachte, mein Radio ist geil und Bluetooth und so funktioniert immer. Tut's nicht. Aber noch ist alles gut. Ab jetzt haben wir keine Hilfe mehr, gar nichts mehr. Sind auf uns alleine gestellt. Ab jetzt beginnt das Abenteuer. Aus. Um neue Schößlinge zu züchten. Die Prinzessin auf der Gurke. Ja, sie liebt die Fahrt ins Grüne. Nur die Harten kommen auch im Garten. Teddy Bella. Kuchen Nutella, Kuchen Kuchen Nutella. Liebe Attacke, liebe auch Teddy Bella. Ich sag mal, ungefähr sind wir jetzt gefahren. Wie viele Kilometer? 300? Knapp. Also unsere Tankreichweite haben wir ausgereizt. Und ja, sind wir, ich weiß nicht wo, aber auf jeden Fall sieht das relativ geil hier aus. Auf dem Land, da ist ein Jumbo. Jumbo ist ein Einkaufsladen, habe ich wenigstens mal so ergoogelt. Hier ist eine Sonnenbrille, Hanna. Die du wiederfindest. Ich finde, wir rennen die hier alle auch ohne Maske rein. Also Maskenpflicht in Holland beim Einkaufen gibt's wohl nicht. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich war schon lange nicht mehr so weit im Land. Letztes Mal war ich so weit im Land gewesen, da war ich in Slachan. Vergnügungspark. Ja, das ist schon mindestens 5 Jahre her. Wir waren da noch ganz, ganz klein. Ja, sonst sieht doch alles ganz kernig aus. Bremse kommt wieder. Ich muss rückwärts reingefahren. Ich muss die Bremse. Das ist meine Bremsblockierung. Wenn ich rückwärts fahre, ne? Bitte sonst anderweitig nicht weiterrollen, sondern bremsen. Und so kann man es machen. So. Aber jetzt sind die Kuchen durchgehalten. Läuft ganz sauber, läuft ganz normal. Zieht nicht die Wurst vom Teller wie ein Trabant halt, aber sonst will's machen, ne? So, würde ich mal sagen, dann gehen wir jetzt mal in den holländischen oder niederländischen Spezialkauf raus und gehen mal unsere Vorräte kaufen, weil wir kaufen wir noch gar nichts. Alter, so ein Laden ohne Maske reinzugehen, ist voll ungewohnt. Oder? Nee, da hat er eine Maske auf. Da gibt's doch Maskentypen. Nee, doch, Hanna, die tragen Masken, siehst du? Aber da sind doch welche ohne Maske reingegangen. Lass mal eine Maske mitnehmen, sicherheitshalber. Ich traue den Braten nicht. Kein Bock, dass ich hier angeschissen werde. Definitiv Maskenpflicht, wie bei uns. Aber jetzt gucken wir mal erstmal hier, was wir essen finden für unterwegs. Für Nudeln mitnehmen. Wir haben die Nudeln.
Essen haben wir nun gekauft, alle Nudeln und ganz, ganz viel Scheiße. Aber wir noch keine Frischware kaufen können, weil wir nicht kühlen können unterwegs. Und wenn da Nudeln, boah, der Boden hier, fast auf Fasse geflogen. Was willst du machen? So, jetzt müssen wir mal eben auf ein Klo finden für Hanna, weil klotechnisch ganz leer hier. Ah, ganzen Café ist alle geschlossen. Gerade noch bei so einem Imbiss gewesen, da haben wir auch noch eben Essen geordert, haben wir gleich abholen können da. Wie so zwei schicken, irgendwie so, was weißt du, so wie Chicken Wings irgendwie. Aber hier gibt hier kein Klo. Wir finden hier kein Scheißhaus. Das ist nicht gut. Gehen wir wieder zum China. Das China-Imbiss hat uns gerettet. Und jetzt gehen wir zum Pizzaladen, holen uns da unsere Dinger da. Und dann brauchen wir eine Tankstelle. Weil wir haben den ersten Tank leer geballert, komplett. Und ja, was willst du machen? Dann müssen wir nachgucken. Wir haben wohl einen Kanister dabei. Kennt ihr das? Maske als Bartersatz. Was habe ich mit dem Flaumbauch abrasieren lassen? Naja, wenn ich wiederkomme, sind die Haare wieder da. Wisst ihr Bescheid? Aber ich gehe mal voraus, hier in der Nähe ist irgendwo eine Tanke. Dann fahren wir einfach dahin und das Thema ist erledigt. Ja, dann fahren wir noch einmal die Tankfüllung durch. Ich dachte, wir schaffen 400 Kilometer mit Tankfüllung. 450. Je nachdem. 450 Kilometer. Ich träume auch. Nee, kannst vergessen, Alter. Das Ding läuft wie ein Loch. Scheiß Anhänger. Dann lass mal lieber Bauch einziehen, wa? Also mit Kanister dabei. Ich habe einen 10 Liter Kanister im Auto. Dann mag es schon gehen, ne? In Zeit haben wir das Glück auf, also eh nicht nachts in Frankreich rein dürfen. Dementsprechend gar nicht mal so schlimm. Zwischenessen. Alter, der größte Beschiss gewesen, das Zeug, ne? 4 Euro irgendwas, keine Ahnung, für irgendwie so ein paar Hähnchenbälle, die eine halbe Stunde brauchen und in 3 Minuten gegessen waren. Oder ich bin einfach so fett, eins von beiden. Siehste, das ist immer eine Tankstelle finden. Dann hat es immer wieder versorgt. Dann können wir die nächsten 300 Kilometer mindestens fahren. Aber viel Plastik hier rumstehen. So obligatorische Standardautos, ne? Also ob du jetzt in Holland bist, in Deutschland bist, scheißegal wo. Die Gurken sind alle dieselben. Komplett. Außer unsere Gurke. Die sticht überall raus. Naja, ob sich das für 5 Euro gelohnt hat? Ne. War das erste Scheißgeschäft in diesem Urlaub. Na, Hanna? Bei mir sind da mehrere drin. Na, du hast Glück. Ich sitze mit meiner Gurkenscheiße. Dann fahren wir hier an der Lindenladen vorbei. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Aber ich würde mal sagen, es soll ja gleich irgendwo rechts die Shell-Tankstelle kommen. Und die Shell, die ist unsere. Da gucken wir mal, ob wir wieder auf die Bahn kommen. Ne? Weil aktuell sind wir am Auffahrer unterwegs. Wenn wir die beiden überhaupt dran vorbeikommen, mit der Fahrradstraße hier. Mein Lego macht Probleme, die ist ein bisschen schwergängig. Also ich habe die vorhin eingefettet, aber das hat nicht ausgetrieben. Das heißt, die brauchen mal in der Wüste so ein paar Feldwege wieder freizurütteln. Das ist der Klassiker, habe ich in Kroatien auch so gemacht, aber für den Lenker wieder schon leichtgängig. Merkst du bestimmt, dass sie leicht festgelaufen ist, obwohl die frische Fette ist. Wenn du so guckst, siehst du immer zu stehen. Achso, auch das ist schön. Den Urlaub geplant? Na genau, ich fahre jetzt nur nach Spanien, um meinen Lenker frei zu rütteln. So eine gute Idee, ne? Und Urlaub zu machen. Genau. Interessant ist die Tatsache, dass die Autogassäulen, wie weit der verbreitet sind, das Autogas irgendwie 68 Cent, nee 77 Cent sehe ich gerade, und ein Liter Super, 1,73 Euro. Ne? Also, man stellt sich nicht die billigsten Tankstellen, aber Super ist relativ teuer hier. Deswegen fahren in Holland ganz, ganz viele Autos auf Gas. Viel mehr als bei uns. So, hier die beiden Harley-Fahrer fahren weg, da kommen wir da auch hin. Oha, was sind das für welche? Wildstar-Fan Holland. Roggers. Die V-Power wollen wir nicht. So, weiter geht's. Habt ihr gerade was gehört beim Starten? Ich auch nicht. Egal, was wir gerade gehört haben, das war einfach nicht, okay? Ich denke mir so ein bisschen, dass wir die Kopfdichtung leicht am Blasen. Aber das Thema hatten wir ja schon bei Tobi gehabt damals. Aber das wird sich im warmen Zustand wieder erledigen, von selber. So, weiter geht's. Ich glaube rechts jetzt. Ich glaube, ja, müsste rechts sein. Das war relativ sicher. Ich habe jetzt keine Karte, aber ich glaube, das ist gut. Grün? Ja, machen wir. Oh, ein Berg. Ein Berg. Wer mag schon Berge? Der Wagen hier auf jeden Fall nicht. Hast du ein Gewürster auf dem Schoß? Die müssen hier. Müssen wir hier hinlegen? Weißt du warum? Damit die nicht hier keine Sonne abkriegen. Und du hast Pollenklaus, wa? Ja, da kriege ich Nase zu. Und wir fahren ja in der Wüste, da gibt es ja keine Bäumchen. So, einmal wieder auf die Bahn drauf.
Aber Autobahntankstelle scheint genauso teuer zu sein wie eine Maya-Tankstelle. So wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Und mal gucken, ich habe gerade 1,81 bezahlt, da bin ich noch auf geachtet tatsächlich. Guck mal, was die hier kostet in der Autobahn. Guck mal, das ist eine Texaco-Tankstelle. Was drücken die denn für den Preis? 1,70? Ja, da habe ich schon Geschäft gemacht. Ich schiebe den Kindern immer hier in der Autobahn und zeige mir die Autos. Ach Mist, echt jetzt? Nee. Nee, doch nicht. 1,94! Boah! 2 Euro für einen Liter! Ist okay, Kollege. Aber den Hupen hast du aber öfters, ne? Also nicht, weil ich irgendwie komisch fahre, sondern ich finde die Gurke einfach geil und eine Gurke hupt man halt an. Weiß ich nicht, ist so. Wirklich jetzt? So scheiße fahre ich gar nicht. Hä? Dann mach mein Auto. Hast du öfters? Mit dem Motorrad zurück. Moin, guten Tag. Mahlzeit. Was? Nur immer so, mit der Gurke wirst du immer gegrüßt, egal wo du bist. Weil das kennen die hier nicht. Die wissen hier, was immer was ist. Oh, guck mal, der See da vorne. Ziemlich geil. Alter. Der ist ja cool. Hier ist der Strandhorst. Der gute alte Strandhorst. Man kennt ihn. In der Autobahn-Tankstelle, was kostet Sprit hier 1,52? Da konnte ich nicht Nein sagen. Habe ich den Kanisterplan mal eben über den Kopf geworfen. Was soll's? Also, ich habe so leichte Motoraussetzer, so paff, paff, paff. Manchmal, ich weiß nicht warum. Das ist schon mal was Schlechtes. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Das sogar was ganz Schlechtes. Das verfolgt uns noch ein bisschen länger. Wirklich. Ohne Scheiß jetzt. Das ist eine Katastrophe eigentlich. Aber ihr kennt mich, ich mache einfach weiter. Warum aufgeben? Mann, ich bin fast in Belgien. Oder ich bin schon in Belgien. Weiter geht's. Ach, ich bin mal mit der Heizung in der Karre. Und sitzen das mal eben aus. Da könnte sein, dass meine Kopfdichtung geflogen ist oder gerade dabei ist zu fliegen. Das sollten wir heute Abend auf jeden Fall nachziehen. Ja, wenn wir rückwärts fahren würden, ne? Ja. Der Motor hat auch Probleme. Der hat Aussetzer. Zündaussetzer, ganz komische. Naja, der hat zum Glück einen ganz kleinen Motor mit. Aber nicht alle. Also, siehst du, ich habe mich vorhin getankt, weil ich gedacht habe,
was soll ich sagen? Ich hab überlegt und gedacht. Was habe ich denn jetzt gedacht? Das ist schlecht, scheiß Ort, wenn ich mich anhalten kann. Das ist ein ganz beschissener Ort, eine Panne zu haben, Jungs. Ein ganz beschissener Ort. Weil ich dachte, wir haben keinen Sprit mehr. Wir haben noch Sprit. Das ist einfach nur der Motor, der Aussetzer hat. Zündaussetzer. Sterben unsere neuen Zündkerzen vielleicht? Ja, haben wir, aber nur beschissene. Die guten von Peru. Wahrscheinlich sind die NGK auch nicht so gut. Ja, Kaff, hast du gemerkt? Bumm. Ja, er sitzt so ein bisschen aus. Ach, fuck, ne Scheiße. Irgendwas stimmt da nicht. Aber der Auspuff war das, der Kopf. Ja, ja. So, Freunde, in diesem Sinne, das ist Teil 1 des Roadtrips. Es wird sicherlich alles gut gehen. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind mit der Reparatur für dieses Video einfach so lang. Wünsch mir Glück. Das ist nicht gut, hier ist die Paffe. Irgendwas stimmt da nicht. Zündungsseitig. Wunder, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Freunde. Und das war Teil 1 unseres Roadtrips. Wir haben Holland geschafft. Fast geschafft. Fast schon in Belgien. Morgen geht's weiter. Aber da wird's richtig hart. Wisst ihr Bescheid? Dann bis zum nächsten Mal. Und nicht ärgern lassen. Und vor allem guckt euch den Scheiß an, der jetzt noch kommt. Weil ganz wichtig, am 13. Gurkenmuseum offen. Jungs, Werbetrommel muss rühren. Corona ist bald vorbei. Wisst ihr Bescheid? So, bis morgen im Video. Munter. Ey, stopp! Bevor du jetzt abschaltest. Bevor du abschaltest. Vergesst nicht, das Gurkenmuseum hat diesen Sonntag geöffnet. Den 13. Wisst ihr Bescheid? Ne? Also kommt vorbei. Ne? Muss ja auch gemacht werden. Von 11 bis 17 Uhr. Max Beachhop Gurkenmuseum, Industriestraße 23 26 4446 Friedeburg. Traut euch! Kommt zu mir!